So, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei Fußballmanager 13 mit dem glorreichen, ich kann es immer nicht aussprechen beim ersten Mal, mit dem glorreichen ersten FC Schalke 04. Haben ja bisher unsere Spiele souverän gewonnen. Im Pokal 8-1 gegen FC Heidenheim. Benedikt Höwedes hat super trainiert. Kyriakos Papadopoulos hat auch super trainiert. Christoph Metzelder auch sehr, sehr gut. Kevin Strootmann sogar sensationell. Guter Mann. Ja, ich sag das jetzt nicht jedes Mal. Ja, bisher läuft es wirklich sehr gut bei uns mit unserem ja wirklich sehr neu zusammengestellten und sehr jungen Team. Wir haben spielfrei, aber gut, das möchten wir. Also das passt auch so, weil die sind eh alle, ihr seht es ja hier, Frische geht runter, Fitness geht runter. Wir müssen halt die Fitness wieder in den Griff kriegen. Wir haben ja extra einen Fitnesstrainer engagiert für 4 Wochen. Was mit unserer Frau, ist immer noch glücklich, wir haben ersten Tag. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, 1,5 Millionen kostet. Wir haben doch extra hier dem Typi gesagt, dass er die Infrastruktur machen soll. Also hier, wie heißt er denn? Aufgaben übertragen, Management, Bauleiter. Überwacht Stadioninfrastruktur, macht ja auch Benjamin Giaramea oder wie auch immer. Egal, wird sich schon einpendeln. Luis Holtby ist wieder fit, war kurz einen Tag verletzt. Ibrahim Afellay ist verletzt, Schlüsselbeinbruch. Eieiei, der Arme. Aber gut, ist hier in der Reservemannschaft. Hinweis vom Assistenten Mario Harzer. Könnte auch, okay. Können wir ja mal bei den nächsten Einwechslungen berücksichtigen, ne? Wir können mit keinem reden aktuell. Wir können aber Zeit mit dem Partner verbringen, dann gehen wir doch einfach mal gemeinsam essen. Schön mit der Frau gemeinsam essen gehen, das ist immer gut. Gut für den Magen, gut für die Seele, gut für alles Mögliche. So, wir hätten sogar 7,8 Millionen, um einen Transfer zu starten. Wir haben doch irgendwie einen Blickfeld. Wir hätten, whatever. Oh, der hat 19 Millionen, ist der wert, Alter. Schauen wir mal. Ah, da fängt es bei 20 Millionen an. Ah, okay. Das können wir uns aktuell, glaube ich, von der Backe schminken. Toni Kroos wäre zu kaufen. Ach. Wir waren beim Falschen. So, aber was gibt's denn hier zu kaufen? Marvin Sordel. Sagt mir gar nichts. Den scouten wir mal. So, apropos, wo sind dann unsere Scouts da? Weil wir haben doch hier nur realistische Transfers. Die sollen maximal, was haben wir gesagt, 18 sein, ne? Stärke war so 60 aufwärts, ne? Hä? Okay, so. So, da haben wir jemanden. Und Fortuna Düsseldorf. 18 Jahre. Rechtes Mittelfeld, das haben wir halt gar nicht besetzt. Das bringt uns gar nichts. Mittelweiser mag ich nicht. Na, der Name, der sagt mir irgendwas. Ah, ja, der. Ich wollte gerade sagen. Den werden wir auch noch mal scouten. Den mag ich auch nicht. Team Managers. Lassen wir auch nochmal scouten. So. Weil wir wollen ja junge Spieler. Alexander Sandro? Nein, auf gar keinen Fall werden wir den verkaufen. Was bildet sich denn der FC Bayern München ein, hier bei Alexander Sandro anzufragen? Den haben wir doch gerade erst frisch gekauft. Die denken auch, sie können sich da alles erleisten, ne? Auf der anderen Seite, wir lassen ihn mal. Wir lassen ihn mal teuer drin für 20 Millionen, weil wir wollen mindestens 15 Millionen für ihn. Wie viel haben wir den nochmal gekauft? Karriere-Transfer. Für 17, nee, da brauchen wir aber mehr. Die wollen wir ja mindestens wieder haben. Also sagen wir mal 19
So ist gut. Weil auf Dauer werden wir natürlich, warum ist die Mannschaft nicht, ach, weil die am Dings sind, auf Dauer werden wir nämlich gucken, dass wir hier nur noch mit drei Innenverteidigern spielen, so wie man es damals noch nicht gespielt hat, wie es heutzutage aber durchaus häufig üblich ist, dass wir hier mit drei Innenverteidigern, dann, ja, weiß ich auch noch nicht, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist sowohl Montoya als auch Sandro auf Dauer gesehen, ja, weil, wie gesagt, wir werden dann auf Höwedes setzen, wir werden auf, ja, den machen wir in Topform, den Mann. Wir werden auf, du hast gut trainiert. Jetzt habe ich gerade hier den Faden verloren. Wir werden auf Höwedes setzen, wir werden auf Papadopoulos setzen und wir werden noch so einen richtig krassen Innenverteidiger dazu holen. Und dann werden wir entsprechend ja, mit drei Innenverteidigern spielen, die da richtig, aber auch richtig krass defensiv halten. Wir werden Ginter noch defensiver dazu ziehen. Und dann werden wir so ein richtig starkes offensives Mittelfeld haben und vorne nur noch einen Stürmer. Okay, Deutschland gegen Österreich hat 2-0 gewonnen. Sehr, sehr gut. Höwedes wird hier irgendwie erwähnt, warum auch immer. Achso, Note 3. Papadopoulos, Note 2, auch gut. Ja, Draxler, Note 4 ist natürlich nicht so gut. Kevin Strootmann, Note 2 als Spielmacher. Sehr gut. So, wir spielen jetzt gleich gegen die Greuther Fürth. So, wir haben aber hier Scoutings abgeschlossen. So, da schauen wir mal nicht mal. Durchschnittlich junges Talent, das sich noch sehr gut entwickeln könnte. Ja. Schauen wir mal. Dann. Gute Perspektiven, guter Schütze, viel läuft seine Gegner müde. Keine bekannten Verletzungen, topfit. Da könnten wir tatsächlich vielleicht mal sagen, komm. Kaufangebot. Wäre sogar günstig zu haben. Könnte auch als Innenverteidiger spielen, können wir um. Und für 2,7 Millionen. Da müssen wir gar nicht überlegen. Wir hauen rein. So, Marvin Sordel. Ja, mit 21 auch schon okay Werte, würde ich sagen. Ach Quatsch. Was wird denn? Das ist ja geschenkt. Da brauchen wir gar nicht überlegen. Nehmen wir rein. So. Weil dann können wir mir nicht wirklich überlegen, gerade wenn wir hier Baba geholt haben, dass wir dann Sandro wirklich für 20 Millionen an die Bayern verkaufen und wir haben ein Top-Talent sozusagen in der Hinterhand. So, wieso ist sie nur noch glücklich? Wir waren essen. Regina, was ist da los? Wir waren essen beim Italiener für 164 Euro. Egal, wir gehen ins Spiel. Wir spielen bei Greuther Fürth zu Hause in unseren Auswärtstrikots. Und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Und dann schauen wir mal. So, die Greuther Fürth mit Hessel im Tor, Schmidtger links, Maffray in der Mitte, Sobiech, Petzos, Fürstner, sagt mir alles nichts. Sarrazar kenne ich noch so vom Namen, Idu, klar. Krasse Atmosphäre Aber da ist unsere heute Mannschaft. Bernd Leno im Tor, Alexandro noch links, Papadopoulos, Höwedes in der Mitte, Marta Montoya rechts, Ginter, Strootmann im zentralen Saison. Mittelfeld, Holtgölz, Offensiver, Draxler. Heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Ja, auf jeden also Fall wir haben schon, das Stadion wir haben schon wirklich eine sehr, sehr gute Elf auf dem Platz. Wie? Was ist los? Ja, Schieber, wirklich. Sagt's ihm mal. So, raus, raus. Draxler nach vorne auf Holtby. Morata. Rüber rechts auf Füllkrug. Ah, schade. Füllkrug nicht schnell genug. Mit Füllkrug rechts. Das werden wir uns auch nochmal überlegen. Hallo, wie leicht. Habe ich mich. Boah, da ist aber. Ruppig rein. Das haben wir gar nicht eingestellt. Wie leicht werden wir uns das mit Füllkrug nochmal überlegen? Weil, wie leicht lasse ich mich da ein bisschen zu sehr vom Namen gerade leiten. Oh, Edu ganz frei vorne. Abseitsfalle hat nicht funktioniert, aber Leno hält. Guter Mann. Vielleicht ist das aber einfach nicht so. Gelb. Relativ früh im Spiel. Mist. Für Strootmann.
Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir müssen Konstanz reinkriegen. Das ist mir zu hackelig gerade noch, Jungs. Ja, der Freischuss war mal mega für den Apfel. Montoya, schön, auf Strohball. Morata, oh! Ja, wie gesagt, Füllkrug, überlegen wir uns. Lassen wir mal über die erste Hälfte des... So, Kolbe mit dem Kopfball. Stark, frühes 1:0, 14. Minute. Sehr gut reingekommen. Nachdem die Anfangsphase hackelig war. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Klasse, wirklich. Waren vielleicht ein bisschen hackelig so die ersten 13 Minuten, dann in der 14. Minute. Holtby, sehr starker Kopfball. Oh, Montoya, pass mal auf jetzt. Der ist aber heute extrem ruppig da rechts. Ja, Lendino, klasse gemacht. Ja, schön, schöne Grätsche, das war gut. Nur auf den Ball, Füllkrug zu Morata. Morata hat Platz. Tor! 2:0 in der 22. Morata, was für ein Tor, habt ihr das gesehen? Und Niklas Füllkrug, den wir gerade noch in Frage gestellt haben mit der Vorlage. Hülle. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, das ist wirklich Tor des Jahres, würde ich fast schon sagen. Sarah, oh, Draxler, gut, gut. Auf Holtby, ah, schade, der geht nicht an, Mann. Was war das denn für ein Quatsch? Führt völlig, völlig aufgelöst. Wissen überhaupt nicht, wie ihn passiert. Ginter auf Holtby. Holtby, Distanzschutz, schade. Hesse. Oder oben sehen wir es aber auch. Dortmund schon auch wieder 2:0. Perisic, 28. gegen Wolfsburg. Morata, was sollte das denn werden? Oh, Holtby, gut. Draxler hat völlig Platz. Schade, Hesse. Abgedingst von unserem Mann. Ich habe den Namen gerade nicht mehr parat gehabt. Holtby auf Morata. Ah, schade. Aber wir machen guten Druck da vorne. Lieber rechts, dann links frei. Ah, Leno. Hinten mache ich mir gar keine Sorgen. Solange Leno so hält, wie er hält, mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Holtby auf Morata. Der hat Platz. Geht, ach, schade. Nicht ins Dribbling. Schöne Aktion von Strootmann. Strootmann auf Morata. Schön. Rechts raus über Füllkrug, der muss flanken. Ah, oh, Hesse. Ah, Morata, gut, gut. Macht Meter. Abgefälscht. Nee, doch nicht. Dortmund da oben 3:0 durch Sven Bender. Wahnsinn. So, erste Halbzeit vorbei. Nee, gar nicht. Freistoß. Das war knapp. Idu war auch mal bei Schalke. Wahnsinn! Jeder zweite Name, den wir hier lesen, bei Schalke mal gewesen, irgendwie. Ja, wie gesagt, habe ich euch ja schon mal gesagt, Magazeit damals, einfach alle gekauft, die er finden konnte. Ja, da bist du durch die Innenstadt gelaufen, hast irgendwie im Vorbeigehen erzählt, so, ja, ich habe auch schon mal so zwei, drei Mal gegen Ball getreten, Magazeit direkt dich verpflichtet. Direkt Vertrag. Wir gewinnen das Ding, das machen wir sowieso, Spielergespräche. Wir schauen erstmal, wer ist nicht mehr frisch? Wer braucht Frische? Hier vorne, Füllkrug. Kriegt eine Massage. Lassen wir heute vielleicht sogar mal durchspielen. Toya kriegt eine Massage. Draxler. So. Morata motivieren wir noch ein bisschen. Er hat mir sehr gut gefallen. Ginter loben wir. Holtby auch. Gutes Spiel loben wir auch. Dann Füllkrug motivieren wir noch ein bisschen. Draxler kriegt auch noch einen Motivationsschub. Und dann gehen wir rein. Ginter, Morata, oh, das war schlecht. Strootmann, Morata, Draxler, hat Platz. Sehr gut, auf Holtby. Holtby mit dem Dribbling, habt ihr das gesehen? Der Junge traut sich richtig was mittlerweile. Hat das Selbstvertrauen, hat aber auch das Talent, muss man ganz klar sagen. Freis. Ginter. Morata. Füllkrug. Oh, schön. Überzahl in der Mitte. Draxler völlig frei. Tor. 3:0. Wahnsinn. 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 Was ja, sag für ja. Ein tolles Tor. Also sag der braucht ja. Zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball da doch irgendwie im Tor. Was die Jungs hier auf dem Platz abliefern, das ist der helle Wahnsinn. Aber wir wechseln jetzt ein bisschen. Rotmann, nehmen wir jetzt runter. Ist mir zu happelig heute. Wo ist er? Ist noch nicht da. Egal, wir gehen erstmal... Wir gehen erstmal rein. Füllkrug, wie immer, gegen Shaqiri. So, da, wo ist er? Rotmann.
kommt raus heute. Ist mir zu hackelig. Wir gehen mal was ganz Riskantes. Wir gehen mal auf Max Meyer. Und dann nehmen wir für Draxler auch ein bislang ein gutes Spiel. Nehmen wir hier mal, wen haben wir denn da? Philipp Max. Dass sie mal ein bisschen der Dreifachwechsel in der 60. Minute. Ist natürlich riskant. Wenn sich jetzt einer verletzt, sind wir am Sack. Wird sich schon keiner verletzen. Meyer, Max, kommen. Strothmann musste auf jeden Fall runter. Ist jetzt. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung. Nochmal ganz kurz. Guckt, wie er da reinrückt, um den in den Abseits zu stellen. Schön gemacht, wer auch immer das hier war mit der 14. Ich weiß gerade nicht im Kopf. Rata. Ey, ey! Schiri! Max mit der ersten Aktion. Auf Morata, sehr schön. Der hat keinen Platz, schade. Höwedes. Oh, oh! Aber Leno, glaube ich, dran gewesen. Nee, hat einfach von alleine dagegen gekickt. Noch besser, gibt keine Ecke. Raus damit. 3-0 steht's, Jungs. Nicht anbrennen lassen jetzt. Holtby. Auf Morata, der hat Meter. Wer war das denn? Max, glaube ich. Traut sich was, gut. Erstes Spiel bei den Profis richtig dabei. Traut sich direkt was, finde ich gut. Edu. Daneben. Holtby. Komm. Morata. Schön, schön gehalten den Ball. Ah. Montoya, Montoya macht Meter. Flanken, Flanken. Max, nein. Da fehlt ihm die Erfahrung. Habt ihr das gesehen? Der hätte beinahe sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Philipp Max. Auf der linken Seite. Oh, was ist das denn jetzt? Leno. Ginter. Schön, auf Holtby. Macht Meter. In der 75. hat der noch die Kraft dafür. Schön, Sandro. Ginter abgenommen. Max. Ja. Da fehlt ihm einfach noch die Erfahrung. Und die, wie heißt das hier? Die Coolness. Morata. Ja! Nein! Wer war das? Bestimmt Shaqiri. Ja, ist gut zu erkennen, dass ich. Sultan Stieber geht raus. Mikkelsen kommt rein. Wer auch immer das nochmal war. Keine Ahnung. Ginter. Auf Meier. Meier. Oh, das ist mal so in der Wiederholung an. Aber guckt euch mal den Zuckerpass an. Das war nicht so leicht. Über das halbe Feld und geht an, Mann. Aber die Ballannahme war auch eher nicht so. Schön, Holtby. Führt überhaupt keine Chance. Holtby mit dem Dribbling. Aber was war das für ein Dribbling? Hat sich selber ausgespielt. Klassische Aktion. Dortmund 3-1. Gut für uns. Könnten sogar heute den ersten Platz dadurch machen. Wobei, ich glaube, die haben immer noch zu viele Tore Vorsprung. Meier. Was ein Pass. Völlig schlecht. Morata. Alexandro. Morata, Morata. Macht Meter. Holtby. Pfosten. Komm, kein unnötiges Gegentor. Für die Statistik, Jungs. Ah, Max wird Abseits sein, wird Abseits sein. Nee, wird kein Abseits sein. Ah. Starkes Spiel da oben auf der linken Seite. Überlegt mal, der ist 17 Jahre alt oder so und macht da so ein Spiel. Montoya, gute Aktion. In der 90. Minute, hat 90 Minuten den Knochen und auch die Kraft für sowas. Komm, pfeif ab das Ding jetzt. Pfeif ab. Danke. Ja, starkes Spiel mal wieder hier von uns. 3-0, überragend gewonnen gegen die Kräuter Fürth. Statistiken gebe ich keinen Wert drauf. Klasse. Wirklich klasse Spiel. Philipp Max, auch gut gemacht hat das. Ah, schade. Haben immer noch zu viele Tore, die blöden Dortmunder. Traumeinstand für Marco Reus. 3 Buden von Thomas Müller. Damals noch, wie alt war er da? 21. Beginn seiner Karriere. Hört jetzt diese Saison vielleicht sogar auf mit der Karriere. Damals noch neu gewesen. Bauhof wollte ausbauen. Mache ich deswegen, weil dann haben wir irgendwann die Möglichkeit, 3 Bauaufträge gleichzeitig zu machen. Mannschaft der Woche, Matthias Ginter reingekommen. So, sehr gut. So, was ist jetzt hier mit ihm? 10 Männernes. Gute Perspektive. Linker Verteidiger. Nee, das brauchen wir nicht. Da holen wir ja den Baba. Den gab es auch in echt. Also, den gibt es ja auch in echt. War auch damals bei Greuther Fürth und der ist irgendwo hingewechselt, auch für viel Geld damals. Aber mir fällt es beim besten Willen nicht mehr ein. Wahrscheinlich auch Magath über den Weg gelaufen und zu Schalke gegangen. Glaube ich, war wirklich sogar, ne? Egal. Google ich nachher mal. Wir gehen weiter. Douglas wechselt vom FC Twente zu Atletico Madrid. Da. Das ist unser Marvin Sordel.
wird auf jeden Fall einige Male spielen, passt. 3 Jahre ist mir ein bisschen wenig, machen wir 4-Jahres-Vertrag. Komm, geben wir glatt auf 700.000. Keine Ablösesumme. Ja, der Vorstand wieder. Da. Den werden wir in der Regel, wie sagen wir, er spielt in der Regel. Weil wir wissen ja noch nicht mit Sandro, oh, der wird aber wenig Gehalt wollen. Abstieg, ja gut, Abstieg ist egal, werden wir eh nicht. Vorstand wird wieder sagen, nein. Geben wir 300.000. Geben wir auch nicht. Geben wir 2,5. Wechseln beide, sehen wir da unten schon. Oh, erstes Spiel in der Champions League. Gegen Montpellier Hérald SC. Das wird jetzt schon eine andere Nummer als in der Liga. So, wechseln beide, sehr gut. Das heißt, wir könnten theoretisch wirklich bald Alexandro dann verkaufen für viel Geld an die Bayern. Die wollten den ja eh haben. Weil ich meine, klar, aktuell ist Alexandro von den Werten besser als hier Dings Baba, den wir gekauft haben. Also verzeiht mir übrigens, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Das ist nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise böse gemeint, aber ich weiß es halt manchmal einfach nicht. Ich nenne sie dann so, wie ich meine. Also das nur am Rande. Könnten wir dann wirklich überlegen, ne? Weil wir haben dann wirklich eine gute Alternative, ein gutes Talent und wir setzen ja auf Talente. Ich meine, Alexandro ist jetzt auch nicht der Älteste, der ist auch erst 21. Wir werden es mal offen halten, wie wir es machen. So, wir werden auf jeden Fall wieder speichern, weil ich sag's jetzt nicht jedes Mal, aber bei den Spielen kann, so, da habe ich jetzt keine Lust auf Dings, das machen wir in der Sofortberechnung, wir können das heute gewinnen. So, 1-0 Holpi, sehr gut. Zu Hause, die Spiele müssen wir gewinnen in der Gruppe, vor allem gegen die. Die anderen beiden Gegner, die wir haben, ist schon schwierig genug hier mit Menu und AC Mailand. 2-0 Morata, sehr gut. Sehr, sehr gut. Halbzeitansprachen, ich bin sehr zufrieden. Spielergespräche, wir gucken mal, wir brauchen eine Erfrischung. Kyriakos Papadopoulos. So, dann den motivieren wir noch mal ein bisschen. Draxler auch motivieren. So, den loben wir hier. Strootmann, sehr gutes Spiel. Oh, direkt 2-1 nach der Pause. Wir müssen, kann man hier irgendwie Pause machen? Mario Harzer, gehen wir für Morata rein. Schlusspfiff. 3-1 gegen Montpellier in der Gruppenphase. Okay, ist noch nie aufgefallen, Disziplin. Ich würde sagen, in dem Fall machen wir mal keine Strafe. So, wir gucken uns die Ergebnisse an in unserer Gruppe. Mandy hat gewonnen gegen Mailand. Okay, gegen Mailand müssen wir dann auf jeden Fall gewinnen. Dann sind wir eigentlich safe. Alle so im Kern. Jetzt gegen den FC Bayern München. Das Spiel kann natürlich unserem Siegeslauf, den wir bisher haben, das Genick brechen. So, wir speichern wieder, weil das Spiel gucken wir uns auf jeden Fall im 3D-Modus an. Ich meine, dann spielen wir schon mal gegen den FC Bayern München. Also schon ein paar Mal jetzt, aber ja, bei uns zu Hause auch noch. Gegen die Bayern. Die Großen. Können wir aber sogar machen eigentlich. Ich meine, Saison bisher sind wir deutlich besser. Form haben wir besser. Können wir machen. Bayern auch nur Vierter aktuell, wir Zweiter. Wir haben Anschluss. Füllkrug. Morata. Draxler mit dem Distanzschutz. Schön. Direkt mal hier Dings gezeigt, wer der Herr auf dem Platz ist. Manuel Neuer, der Verräter. Von uns gewechselt zu Bayern. Wird direkt geprüft von Draxler. Stark. Draxler mit einem Bombenspiel bislang. Müller, da ist er. Der ganz Junge noch. Am Beginn seiner Karriere. Lahm, damals noch gespielt. Ribéry, damals auch noch gespielt. Mit dem Dribbling. Oh.
Schweinsteiger. Groß. Da waren sie alle noch bei Bayern. Die großen Namen. Hartstuber. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Spielen heute alle gar keinen Fußball mehr, glaube ich. Ribéry schon lange im Ruhestand. Mandzukic weiß ich jetzt nicht. Lahm im Ruhestand auf jeden Fall. Ist irgendwie Anfang 40. Organisiert ja, glaube ich, gerade die aktuelle Europameisterschaft. Bartstuber, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr aktiv. Hat auch relativ früh die Karriere beendet, glaube ich, damals Bartstuber. Klar, Manuel Neuer spielt noch. Weiß ja auch hart auf der Kippe stand, ne? Also ich sag mal, damals nach seinem Skiunfall, das war ja schon fast das Ende der Karriere, da mit seinem Schien- und Wadenbeinbruch. Ja, wir regen uns auf von der Seite. Aber bisher, muss man sagen, halten wir gut dagegen. Druck auf unserer Seite auf jeden Fall. Draxler wieder. Bärenspiel bislang auf der linken Seite. Junge, wer ist er denn? Ginter. Oh, Ginter, seht ihr das mit den Tricks? Gegen die Bayern. Oh, das war aber nicht jetzt gut. Mandzukic schon, nein, Ribéry völlig frei. Oh, ätzend. Ein Tor mit absolutem... Ätzend. Da machen wir so guten Druck da vorne und dann Ribéry mit einer Einzelaktion. Egal, ist noch nicht vorbei, Jungs. Weiter dran. Schön, Morata. Auf Draxler, bisher gutes Spiel. Mit den Dribblings. Muss Schlag. Tor! Ausgleich! Füllkrug. Ausgerechnet Füllkrug. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Ja, ein Augenschmaus ist es wirklich. Jetzt dranbleiben, Jungs. Nicht schlapp machen. Schnelles 2-1 und da. Ach, Füllkrug. Ribéry, der wird uns da nerven auf der Seite. Komm, sammel ihn nicht zu. Was war das denn? Ah! Vedat Ibišević bei Stuttgart. Kam von Hoffenheim. Mit Demba Ba damals. Auch so ein Traumsturm-Duo. Oh, Draxler auf der linken Seite hat Platz! Gut, Mann. Schade. Wieso war das kein Tor? Das war doch eine Überzahlsituation da im Gegner. Morata! Oh, wir machen aber guten Druck da. Seht ihr das? Wir müssen nur aufpassen, weil wir haben ja gesehen, den Bayern, denen reicht eine Chance und dann ist direkt einer im Netz. Morata jetzt wieder, Holtby, Tor 2-1, vor der Pause noch, wichtiges Tor, auch für die Psychologie. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, so können wunderbar, wir in die Pause gehen. Einfach, wunderbar, ein guckt euch das an, wer den annimmt und dann zieht er ab, neuer Chancenlos. Für Chancen heute. Chancenlos. Boah, Teng damals auch noch. Komm, pfeift zur Pause. Lass Müller da jetzt nicht noch. Ah, das ist wild. Und ich wollte noch sagen, Frankreich. Ah. Und ich wollte euch sagen, fangt euch nicht den Ausgleich jetzt noch zur Pause. Das wäre blöd. Egal, komm, 2-2 zur Pause. Und wir sind gut im Spiel. Keine Lucky Punches, gut im Spiel. Wir bauen den Druck auf. Wir sind drin. So, wir sorgen für Aufsehen. Komm, Papadopoulos Massage. Die letzten Kräfte mobilisieren. Mandzukic, komm. Morata, komm. Kannst du besser. Wer ist er? Ginter. Kannst du auch besser. Strootmann, du kannst das viel, viel besser. Holtby, kannst du auch besser. Draxler. Stark Spiel auf der linken Seite. Komm. Schön. Direkt die Dominanz übernommen. Papadopoulos. Nehmen wir den Ball ab. Sehr gut. Morata auf Holtby. Stark. Draxler, Morata in die Mitte. Sandro, links hat Platz ohne Ende, aber keiner da zum Annehmen. Schade, schade. Schön abgenommen, Morata. Sandro, was macht der denn da immer mit seinen Rückpässen? Schön! So, das müsste uns jetzt schade zeigen, ob es abseits war oder nicht. Schön. Morata auf Holtby, stark. Füllkrug. Da fehlt ihm noch einfach die Klasse. Also die Klasse nicht, einfach die Erfahrung, das Durchsetzungsvermögen, Talent ist da. Übles Foul. Muss Gelb geben, muss. Gibt kein Gelb, schade. So, Füllkrug, wo ist er?
Wechsel nochmal langsam aus. Nehmen wir hier wie immer unseren Shaqiri. Zack. Holtby! Morata! Oh nein, Kroos völlig frei. Leno, stark. Schön, nicht schön. Schön, Sandro. Draxler. Morata. Ey, das gibt jetzt wirklich mal Gelb langsam. Schiri. Verstehe ich nicht, dass es da kein Gelb gibt. Der wäre beinahe reingekullert. Habt ihr das gesehen? Neuer wäre... Weiß ich nicht. War überhaupt nicht aktiv in der Szene. So, mindestens eine Auswechslung. Oh, jetzt kommt auch noch Robben. Draxler, schön, macht Meter. Morata, schön. Ah, schade. Holtby. Neuer, Ecke. So, wir wechseln auch nochmal. Wo ist Strootmann? Ah, schießt er die Ecke, ich der. Da unten ist er. Bringen wir Neustädter. Heute müssen die Erfahrenen ran. Max und Meier bleiben auf der Bank. Oh, das wär's gewesen. Schön, Stade. Dann nehmt ihn den Ball ab. Ja, egal, Freistoß. Besser als wenn der da frei auf Leno zurennt. Weil Mandzukic, der kann auch. Oder konnte damals auch Tore machen, das war Wahnsinn. Schlechter Freistoß von Schweinsteiger. Claudio Pizarro kommt für Mandzukic. Auch so ein Trickser damals gewesen. Draxler auf der linken Seite. Schön. Oh, Morata nimmt die Direktannahme. André Timoschuk kommt rein. Für Emmanuel Eboué. Der sagt mir jetzt irgendwie nicht so viel. Ecke Strootmann. Komm, ein Ding noch, Jungs. Das wär's doch. Ja, nein. Oh. Gitter! Das wär's doch gewesen. Robben auf der rechten Seite. Ja, Ribéry läuft. Leno, stark. Wir können noch einmal wechseln. Wir bringen frisches Blut. Holt Bi raus. Bring mal Max Meier, komm. Schön! Draxler! Morata! Morata! Jawohl! Nein! Ah, Neuer, einfach zu stark einen. Jetzt rollt Bi! Ja! Nee, war oben drauf, oder? Och, im Himmel. Und zum dritten Mal. Max Meier jetzt für die letzten 5 Minuten. Sebastian Rudi sehe ich da oben bei Hoffenheim. Ist auch irgendwann bei Schalke gelandet. Max Meier mit dem Dribbling im Strafraum. Das ist Elfmeter. Boateng. Schmeiß ihn raus, den Jungen. Elfmeter. Komm, Junge, komm, komm, komm. Ja. Shaqiri. In der 90. zum 3:2 gegen die Bayern. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wer hat den Elfmeter rausgeholt? Max Meier. Den wir gerade eingewechselt haben. Ich sag doch. Die Jungen, die machen es. Jetzt einfach hinten dicht halten, Jungs. Komm. Zeit, Zeit. Nehmt ihr den Ball ab. Schön, schön. Weit raus mit den Bällen. Schön. Da ist es. Auch diese, die erste große Prüfung in dieser Saison haben wir im Astrein bestanden. 3:2 gegen die Bayern zu Hause gewonnen. Wahnsinn. Da könnt ihr sich wirklich freuen. Guckt euch diese Mannschaft an, diese junge Mannschaft. Herausragend. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tom Bayer. Wahnsinn, 3:2 gegen die Bayern zu Hause. Immer noch nicht Erster, was soll das? Immer noch wegen Toren, aber wir kommen näher ran. Tordifferenz 9 und die haben 10. Wie soll Christoph erzählen? Ja, was soll das denn? Ich wollte ihn schonen. Zerdan Shaqiri, der wurde doch eingewechselt. Der hat doch den entscheidenden Elfmeter zum Ende geschossen. Was für ein Spiel haben die denn gesehen? Die Reporter. Wahnsinn, wir sind richtig gut dabei. Niklas Hüldko, ich kann nicht mehr reden. Erstes Ligator. Wahnsinn, Morata ist jetzt stärker.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wir haben 3-2 gegen die Bayern gewonnen. Hervorragend. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spieltag wieder, ne? Tschüss.